Ja, nur ratet mal, wo wir sind. Mitten in München, direkt auf dem Marienplatz. Und das am 4. November und wir rennen rum, als wenn es Frühling ist. Ich habe mir schon die Jacke ausgezogen. Ich habe auch keine Jacke weiter an. Es ist mir viel zu warm hier. Aber ja, eine enge Reise, wie das immer so ist. Ja? Ihr tobt das Leben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist halt München. Und ja, wir machen heute einen schönen Tag. Sind nicht mit dem Wohnmobil nach München gefahren. Das steht noch in Tegernsee, sondern mit der Bob. Ganz einwandfrei. Hast keinen Stress mit Parken und so weiter und so fort. Einwandfrei. Ja, aber am Tegernsee gibt es keine Wohnmobilstellplätze. Denn wir stehen noch am Tegernsee. Ja. Ist doch gut. Ja. Ihr seid dann zu sehen, gell? Ihr seid dann im Internet. Oh, nee. Wir haben einen Videoblog. Genau. Gut, also nochmal. Wir wollen uns welche verscheißern, aber in der Inkonsequenz verscheißern wir. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Genau, also bis zum nächsten Mal. Bis, wir melden uns. Wir wollen jetzt in den englischen Garten. Gut, bis dann. Tschüss. So. Wir sind im englischen Garten. Vor der bayerischen Staatskanzlei. Schöner Gebäude. Modern und das Alte verknüpft. Ist schon mal nicht schlecht. Und das im Frühling. Nein, bei frühlingshaften Wetter mitten im November. Ja, 5. November. 4. November. 4. November ist heute. Ja. Also der englische Garten gefällt uns sehr gut. Dass wir noch nie hier waren. Naja, wir haben immer Stück für Stück gucken uns München an. Ist schon fein hier. Und vor allem die ganzen Leute zieht es raus. Merkt man richtig. Ja. Na denn. Also, wir melden uns nachher noch bestimmt noch mal von einer oder anderen Stelle. Bis dann. Ja, München hat immer neue Attraktionen. Sie surfen mitten in München. Wahnsinn. Sie reiten die Welle. Hier im Hintergrund. Ich hänge es dann noch hinten dran. Wir haben es dann noch mal extra gefilmt. Aber schon fantastisch. Ey, es ist der 4. November. Das sollte man sich bedenken. Und die Massen, die hier stehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich kann kein Wort rausbringen, ich bin sprachlos, was es hier in München alles zu sehen gibt. Wenn es doch nur so wäre. Alles klar. Tschüss. Willkommen am Tegernsee. Ja, heute hier, gestern München, heute Tegernsee.
Das ist das. Ich bin so gerne hier. Heute nochmal, naja, so gemischtes Wetter. Aber heute Nachmittag soll es regnen. Aber da sind wir dann schon wieder auf der Piste. Ja, ist wieder ein herrliches Wochenende. Zu Besuch bei Freunden. Quatsch, bei der Familie. Enkel, Tochter. Naja. Erster Zwischenbericht von heute. Es wird noch weitere geben. Bis dann. Aufwickeln? Nein? Ja, wir wollen Sie den Kaffee trinken gehen. Und wo? Bräuchten. Das, was ich für Tegernsee gehört, gell? Ja. Tegernseer Bräuchtüben. Gleich kommt Bier. Und dann machen wir ein Zünkchen, einen kleinen, kurzen Frühschoppen. Naja, das wollte ich euch schon nochmal sagen. Also, bis gleich. Wir melden uns. Also zum Lachen ist mir heute nicht. Oder jetzt nicht. Regen. Stress. Die Herbststürme fangen an. Wir sind auf dem Heimweg. Wir machen aber noch eine Zwischenübernachtung am Main-Donau-Kanal. Bevor es dann morgen endgültig das Wochenende zu Ende ist. Gestern hatten wir Glück gehabt in München, Frühling im November. Ich zeige euch mal, ich will mal so ein Stückchen Weg hier, wie das hier saugt. Das brennt sich dann mal irgendwo ein und Platz ist auf dem Bildschirm, damit ihr das mal seht. Kein schönes Fahren ohne. Waren aber alle sehr vernünftig, muss ich heute sagen. Also, das ist schon interessant. Ja, wir haben jetzt noch 92 Kilometer, dann haben wir unser Etappenziel erreicht. Dann machen wir noch einen schönen Sonntagabend und dann geht's wieder in die Woche. Vielleicht melden wir uns dann nochmal. So. Montag früh, 8.15 Uhr und unser Wochenende ist nun unwiederbringlich vorbei. Sind jetzt noch am Main-Donau-Kanal und haben jetzt die letzten Vorbereitungen getroffen, dass wir heimfahren können. Nochmal ein etwas trüber Blick auf den Main-Donau-Kanal und hier steht unsere Villa. Wir sind ganz allein auf dem Stellplatz, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Alles easy. Und hier bin ich, wie schon gewohnt. Ja, jetzt auch noch mal nach hinten den Blick. Weil jetzt die Frage gekommen ist, gestern mehrfach. Wir haben ganz normale Urlaubstage. Manuela hat 24, ich habe 30. Aber wir nutzen eben den Schichtplan von Manuela ganz gut aus, sodass wir an solchen Wochenenden, wo sie aus der Frühschicht kommt und dann in die Spätschicht geht, ein verlängertes Wochenende planen können. Jetzt kommt Manu auch und so machen wir das heute eben auch.
und fahren jetzt nach Hause. Und leider. Dann gehen wir unserer Arbeit nach. Ich kann meine Arbeitszeit relativ frei einteilen. Und da hat das Ganze dann seinen Sinn. Schön wäre es, wenn wir noch mehr Urlaub hätten. Leider ist es nicht so. Man kann nicht alles im Leben haben. Genau. Ich könnte schon zufrieden sein, dass wir so leben können, wie wir leben. Richtig. Also, das war's jetzt. Nochmal so die letzten Blicke. Jetzt werden die Fahrten auch weniger. Nächstes Wochenende können wir gar nicht weg. Dann sind wir dienstlich mit der Villa unterwegs. Halbdienstlich. Und dann am Wochenende werden wir auf jeden Fall nochmal fahren. Vielleicht schon so viel zur Ankündigung. Dort findet die Leipziger Messe statt, Caravan-Messe. Auch dort werden wir wieder präsent sein. Wie und wann und wo werden wir noch bekannt geben. Also, bis denn. Tschüss. Schöne Woche wünschen wir euch.